Böser Angriff auf die Meinungsfreiheit? Oder reagiere ich hier doch etwas überspitzt? Ich komme heute nicht an von der Spätschicht. Freute mich aufs Schlafen gehen und dann muss ich dir was lesen. Und alte Erinnerungen an DDR-Zeiten werden wach. Aber nicht an so eine lustigen Begebenheiten wie von meinem letzten Video, sondern auf die tiefe, bitterböse, demokratische DDR. Gerade auf MSN. Aber die Meldung scheint von der Welt zu sein, wenn ich das richtig deute. Sie schreiben: Schulleitung verständigt Polizei wegen Social Media Post einer 16-Jährigen. Und zwar folgendes: Hier hat eine Schulleitung in Mecklenburg-Vorpommern die Polizei gerufen. Der Verdacht, eine 16-Jährige postet im Internet staatsschutzrelevante Inhalte. Musste mal auf der Zunge zu gehen lassen. Staatsschutzrelevante Inhalte. An dem Vorwurf ist aber nichts dran, sagte die Polizei hinterher. Hinterher kann man vieles sagen. Mit der Schülerin sei ein Aufklärungsgespräch gesprochen worden. Ja, hier hat eine Schule in Riebnitz-Damgarten, das ist auf der Insel Rügen, die Polizei alarmiert, weil eine 16-jährige Schülerin möglicherweise staatsschutzrelevante Inhalte auf TikTok geteilt hat. Sie hat ein Schlümpfe-Video gepostet. Darin hieß es, dass Schlümpfe und Deutschland etwas gemeinsam hätten. Die Schlümpfe seien blau und Deutschland auch. Das war wohl ein witziger AfD-Post. Und dann hat sie einmal gepostet, dass Deutschland kein Ort, sondern Heimat ist. Welchen dagegen einzuwenden? Laut Polizei ist der Grad zwischen erlaubtem und strafbarem Handeln mitunter schmal. Deshalb hätten sich die Beamten zusammen mit der Schulleitung entschlossen, mit der 16-Jährigen ein Aufklärungsgespräch mit präventivem Charakter zu führen. Wisst zwar nie warum, aber wenn sie meinen. Hierfür bat der Schulleiter die Schülerin aus dem Unterrichtsraum, während sich die Beamten in der Nähe auf dem Flur befanden und somit nicht von den Mitschülern der Klasse wahrgenommen wurden. Da holen die die direkt aus dem Unterricht raus, um die da zu maßregeln. Das geht doch nie. Noch dazu, weil die einfach bloß ihre Meinung gesagt hat. Noch nie mal ihre Meinung, die fand das halt lustig. Denke ich mal. Mit 16 habe ich mich noch nicht so um Politik oder sowas geschert. Das wird bei vielen heute genauso sein. Zumal wir ja damals zu der Zeit sowieso nie alles sagen konnten, was wir dachten und wollten. Aber heute herrscht Meinungsfreiheit. Laut Innenminister Christian Pegel von der SPD wäre das eine Gefährderansprache. Er sieht dabei keine Schwierigkeiten. Also für mich ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Hier wird ganz klar die Meinungsfreiheit bedroht. Auch wenn hier die Polizei so halbwegs außen vor gelassen wurde, spätestens in der nächsten Pause wurde die dann doch sicher von allen ausgefragt und konnte dazu nicht schweigen. Das erinnert mich an strengste DDR-Zeiten. Ein Kumpel von mir, der machte damals beim Studium auch eine Wandzeitung. Und
mit ein paar Leuten zusammen und die haben da ein paar Probleme angesprochen. Ja, klar. Jedenfalls haben die auf der Wandzeitung auch ein paar Probleme angesprochen, die nie angesprochen werden durften damals. Ganz schnell wurde die Wandzeitung wieder abgenommen. Man sprach von einer Exmatrikulierung, von der dann glücklicherweise doch noch abgesehen wurde. Ich kann mich noch gut an eine Zeit erinnern, das war so in den 90ern, da durfte man frei sagen, was man denkt und durfte auch seine politische Meinung kundtun, egal wie die war. Man hat sich damals, auch wenn der Gesprächspartner dazu eine andere Meinung hatte, ganz normal drüber unterhalten können und seine Gründe darüber sagen können, warum man so denkt oder nie anders und warum. Der andere sprach dann über seine Gründe, warum er das anders sieht, und je nachdem hat einer der beiden Gesprächspartner danach seine Meinung geändert oder vielleicht später dann zumindest mal hinterfragt und drüber nachgedacht und vielleicht noch später dann wieder mal. Das nannte man damals Diskussionen. Und wenn man sich dann partout nie hatte einigen können, dann hat man das Thema gewechselt und konnte trotzdem noch miteinander reden. Das scheint für die meisten heute ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Ja, in diesem Fall hier wurde doch gleich ein Maulkorb verteilt. Und wie wir alte DDR-Bürger das damals gelernt haben, wird die Schülerin das nächste Mal auch genauer überlegen und prüfen, mit wem sie über ihre Meinung reden kann und mit wem nicht. Das ist meiner Meinung nach schon wieder ein bitterböser Angriff auf die Meinungsfreiheit. Gute Nacht.